Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Yay, wir waren dabei, wieder unsere hier Triebwerke zu machen. In der letzten Folge haben wir einen Motor und eine Raketennase gecraftet. Und heute sind wir die weiteren Raketenflossen dran, die aber auch sehr, sehr kompliziert sind. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Denn wir müssen mal ein bisschen Hochleistungsplatten machen. Mindestens eine. Und hier würde ich mal sagen, schließen wir das Ganze mal hier an. Und da haben wir schon ein paar. Und dann lass uns weiter craften. Dann brauche ich einmal ganz schnell zwei Stahl. Und hier, das hier, zack, und dann machen wir zack, und das ist schon die zweite fertig. So, und dann können wir mal nach oben gehen und euch mal zeigen, was wir alles brauchen. Wir brauchen eine ganze Menge. Und im Moment ist unser Problem Strom. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Hier. Es ist aufgebaut, hier ist die Nase, hier kommt der Motor hin, hier und hier und hier kommen die Raketenteile hin, und hier überall werden wieder diese Tier-Hochleistungsplatten gemacht. Hier oben kann man noch Kisten reinmachen für Slots von Sachen. Ich lege die ganzen Sachen schon mal hier rein. So, zack, zack. Hier wird aber immer rausgeworfen, wenn wir da reinlegen. Also ist das für einen Arsch. Ich schau mal ganz kurz hier oben. Das hier müsste eigentlich. Okay, das sammelt ganz schön viel. Ich habe gerade falschen Schaden bekommen. Geil, ich bin vom Dach runtergesprungen. Selbstmord. haben wir hier irgendwo noch ein paar Ressourcen? Nein. Ich schaue mal ganz kurz bei unserem Sägewerk, ob hier wir noch ein bisschen. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Hier nochmal Kautschuk. Kann da rein. Ich schaue mal ganz schnell hier, dass wir nochmal ein bisschen Aluminium drücken. Da haben wir fast gar nichts mehr von im Moment. Dann drücken wir das Ganze doch mal. So, dann hau ich gleich hier nochmal in unseren Dynamo bisschen Holz rein. Und ich werde gleich einfach in alle Maschinen einfach so viel wie möglich Zeug reintun. Und zum Beispiel hier mache ich jetzt mal viel Eisen rein. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Holz farmen. So. Am besten ganz große Bäume, damit sich das auch lohnt. Hier in die Richtung waren ganz schön viele große Bäume. Dann können wir dann mal ganz kurz mal schauen. Hier, da ist schon der erste. Der ist aber noch zu nah an unserem Haus, der würde unseren Blick zerstören. Dann gehen wir mal hier lang und suchen hier nach größeren Bäumen. Da hinten sind schon welche. Sehe ich schon da hinten schon einen. So, mit unseren Teilen im Inventar. Ach man. Ich finde es mal gut, dass wir jetzt endlich auch mal so weit gekommen sind mit unserer Rakete. Also, das finde ich schon gut. Ich meine, Sauerstoff haben wir ja schon. Und dann ist das wirklich total wichtig. So. Hier Setzlinge können wir natürlich auch gut verbrennen. Das ist wirklich sehr schön. Natürlich einen Setzling machen wir natürlich wieder, um einen Baum wieder anzupflanzen. Ist ja klar. Ist ja klar. Also dann machen wir das am besten hier überall. Dann geht es am schnellsten. Müssen wir nicht die ganze Zeit Sachen suchen. So. Der nächste. Und dann kriegen wir da ganz schön viel Holz rein und raus. Und das können wir dann unsere Dynamos packen. Und daraus kriegen wir dann wieder Strom. So. Ich hatte noch ein bisschen Kautschuk oder auch noch mal ein Sägewerk getan, während wir nicht mehr aufgenommen haben. Das waren jetzt diese 20 Holzbretter, Tropenholzbretter, die ich gerade in die Dynamos getan habe. Das ist ja nicht so schlimm, wenn ich das mache. So. Es leckt auch nicht mehr. Alles wunderbar. Wunderbar. Und laufen mal weiter. Und sehen den nächsten großen Baum und eine Höhle. Aber die Höhlen jucken uns ja nicht mehr, obwohl da Eisen ist. Das hole ich gleich auf jeden Fall. So.
erstmal mal hier unseren Fischchen. Unser Fischchen. So, und nochmal hier saftiges Steak. Njam, 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 njam. Und nun nochmal ganz schnell unser Eisen. Und verziehen uns aber auch direkt wieder. Weil wir müssen ja nicht mehr Höhlenfarm gehen, haben wir ja unsere Dörtel. Bauen wir mal nach oben. Ich bin immer mal dort. So. Hier oben liegt noch ganz schön viel. Jetzt fangen wir wieder einen Baum an. So. Und holz wieder weiter ab. Hier sieht man auch schon auf der Karte, dass überall jetzt auch Bäume fehlen. Ich kann die Karte mal anlassen, während wir einen Baum abbauen. Dann seht ihr das, dass jetzt ein Baum gefällt wird. So, da ist es auf der Karte ist weg. Und die ist direkt grün geworden. Setzt hier mal dahin. Zack, zack. Und das reicht, glaube ich, erstmal. Es sind genau 64 Stück. Das reicht erstmal. Laufen wir wieder nach Hause. In die Richtung. Okay. Ist das da hinten Lava? Okay. So. Laufen wir mal ganz schnell weiter. Ach, hier ist nochmal ein großer Baum. Den können wir uns nicht entgehen lassen. So. Hier. Menschenskind. Menschenskind. Nicht so viele Bäume fällen hier. Mal den Baum lassen wir mal. Zack. So, dann schmeißen wir das mal in unser Sägewerk. Hier rein. So, hier haben wir auch noch mal ein bisschen. So, braucht fast gar nichts, okay. Hier haben wir noch mal ein bisschen Zinnbarren, noch mal Aluminium. Auch noch mal. Haben wir 44 Eichensetzlinge, die schmeißen wir jetzt mal hier zur Verbrennung rein. Kann man nicht gebrauchen. Und dann haben wir jetzt hier viel Aluminium und viel Eisen. Und auch nochmal ein Aluminiumzeug hier. So, jetzt mal wieder ganz schön viel. Nur kein Stahl mehr. Das wird sich jetzt auch ändern. Wo sind denn hier unsere passendes Eisen da? Aber haben auch nochmal ein bisschen Stahl, ja. Das geht auch. So, dann haben wir wieder das wieder hier rein. Dann hier Bronze und ein wenig Aluminium. So, wir werden eh maximal 3 Stück craften können. Das ist aber egal, weil dann kriegen wir wieder eine Raketenflosse dazu. Das ist ja eigentlich total praktisch. Raketenwerfer. Boah, krass. Mine Factory Reloaded. Krass. Verfolgende selbst angetriebene Antimaterie. Okay. So. Jetzt haben wir genug. Und gehen wieder an unsere Workbench. Und machen zack, und machen zack, und machen zack. Und warte mal, das ziehen wir ganz schnell hier rüber. So. Ich muss gerade nur ganz kurz was gucken. Dass wir hier. Ich muss gerade ganz kurz nur das hier kurz regeln. So. So, ist fertig. So. Ah, nicht das schließen, nicht das schließen, so sollte bleiben. So. Schließen. Hier. So und so. So. Können wir wieder weitermachen. Sorry für die Unterbrechung, aber das musste sein. Ja, jetzt haben wir 3 Stück. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier Stahl machen. Ist für uns wieder hier. Nee. Hier. Wo ist denn hier Eisen? Da. So, dann gehe ich mal ganz schnell nach unten zu unserer Turtle. Weil die soll wieder auch wieder anfangen. Ich mache hier gerade mal die Blöcke runter. Kann man hier schneller durchlaufen. Die schmeißen wir auch nochmal an, damit die auch noch wieder schön farmt für uns.
Nehmen wir mal ein bisschen Kupfer. Können wir gleich holen. Das auch. Das Eisen auch. Da arbeitet ihr auch nochmal zusätzlich und dann kriegen wir nochmal schneller mit Bam, so ein bisschen Kohle und so, was wir halt im Moment wenig haben. Kohle ist gerade unser riesiger Mangel, das können wir nämlich nicht pulverisieren. Ist halt doof. Unterstützt Terminal Expansion nicht. Müssen wir ganz schnell zu unserer Turtle laufen. Die hat da schon einen riesigen Weg hier gemacht. Nein, so. Jetzt bin ich hängen geblieben. Scheiße! Nein! Ach. Verdammt, vielleicht hast du den Sprung geschafft. Dann mal hier zu. Hier auch. Gehen wir hier rüber. Und bauen die mal ab. Dann kommt ihr nämlich mal mit uns. So, mal alles aufgesammelt. Dann kommt ihr mal mit uns. Dann ist wieder runtergefallen. Easy. Ich will trotzdem meinen ganzen Weg irgendwie so jetzt zu. Hier mit dem Boden. Nein. So. Nur zu. Ich muss mal ein bisschen ausweichen hier. Das ist ein kleines Labyrinth hier. So, und dann sagen wir mal hier. Hier. Help. Und wissen wir es nicht. Me help. Me. Okay. Dann sagen wir mal. Wie war ging das nochmal? Help. Genau. Nee, das will ich hier gar nicht mehr haben. Help to. Help. Okay. Ich glaube, wir müssen eingeben Help Programming oder so. Help Programming. Nein. Help Programming. What? Okay. Dann sagen wir, machen wir mal einen Tunnel in die andere Richtung. Setzen wir mal einen Tunnel hier ran. Tunnel. Dann sagen wir mal 200. Setzen wir mal Fackeln rein und sagen Enter. So. Hoffentlich fängt es jetzt mal wieder an. Findet auch schöne Erzchen. Nehmen wir wieder nach oben. Und bauen die Erze ab, die wir letztens jetzt gefunden haben. War jetzt da hinten, was man gerade gesehen hat, nicht. Zum Beispiel das Eisen. Was wir auch nicht Mangel haben. Ich mache hier das Kupfer. Mal abbauen. Und hier das Kupfer. Hier, sonst haben wir schon alles abgebaut. So. Nach oben. Oder was? Nein. Gut. Denn wir müssen jetzt noch weitermachen. Hier. Noch ein bisschen Stahl drin. Das ist super. Müssen wir mal gucken, dass wir hier weitermachen. Aber wir haben keine Bronze mehr. Gut. Das soll sich auch ändern. Wo ist denn hier? Kupfer. Haben wir das alles schon verbraucht? Das kann aber nicht sein. Ist mal ein bisschen Kupfer drin, also haben wir kein Kupfer mehr? Krass. Dann hole ich das nochmal in den Pulverizer, aber erstmal, ich muss mal schlafen, damit wir wieder Energie bekommen. Energie. So. Kupfer. Muss jetzt hier in unseren Pulverizer, oder haben wir hier noch irgendwas? Nee, haben wir hier noch irgendwas? So, da kommen wir jetzt mal hier. Noch ein bisschen Holz rein. Haben wir erstmal genug von.
So, das kommt auch nochmal da rein. Und dieses Sägemehl ist war so unnötig. So. Dann sind wir fertig. Damit. Dann machen wir mal hier. Aber unser Zinn ist noch da. Okay, dann machen wir hier mal ein bisschen Zinn. Aber wir haben auch keinen Zinn mehr. Nice one. So. Jetzt müsste der eigentlich anfangen zu pulverizen. Bringen wir das schon mal hier rein. Das pulverisierte Gold. Auch nochmal rein. Zack. Und hier. Mal fertig. Investieren wir das zurück mal wieder hier rein. Während der da auch weiterarbeitet, hole ich uns nochmal ein wenig Holz von hier hinten. Und Stack. Haben wir mal. Schmeißen das gleich auch da rein. Und sagen hier auch nochmal. Und sagen hier nochmal. So. Das müsste eigentlich genügen. Craften wir hier nochmal weiter. Hier. Und hier. Feuerrakete. Nice one. So. Und da arbeitet schon mit den Hochleistungsplatten. Kriegen wir jetzt 3 Stück raus. Brauchen nochmal eine. Noch mal ein bisschen Bronze. Ja, das wir auch gleich jetzt gleich haben. Okay, dann packen wir das nochmal da rein. Ich sag ja, es ist total ressourcenfressend hier diese Craft. Ja. Haben wir gleich die letzte Rakete. Das ist das letzte Triebwerk. Machen wir jetzt hier. 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 Und dass sie fertig ist, müssen wir einfach nur noch Hochleistungsplatten craften. Hier machen wir zack und machen wir zack. Aber das fertig ist, brauchen wir nur noch. Ich zähle mal ganz kurz schnell, wie viel wir brauchen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice! Wochen 8 Heavy Duty Plates. Heißt für uns ein riesiger Batzen, also für uns ungefähr 2 Folgen. Dann haben wir aber die Rakete. Dann haben wir's. Ich gehe mal ganz schnell zu unserer Turtle runter. Und helfe der auch nochmal ein bisschen. Beim Graben, meine ich. Damit das ein bisschen schneller geht. Und ich dann nochmal ein bisschen helfen kann. Wir das doppelt dann arbeiten quasi. Hier ist auch schon mal ganz schön viel gespawnt. Hier sind mal ganz viele Ärzte, das ist schön, aber hier sind so viele Zombies. Ich laufe erstmal durch und gucke, was sie alles gesammelt hat. Hier Eisen ist das erste, was ich eigentlich abbaue. Wenn ich die Kohle gefunden hatte, bin ich happy. Ach, da kann man das Lithium auch direkt ab mit abbauen. So. Schauen wir nochmal, die hat im Moment noch nicht viel. Okay, mein Inventar ist jetzt auch voll. Gut. Ja, kann ich einsammeln, perfekt. Netzwerk kann ich glaube ich nicht einsammeln, oder? Nee. Kupfer, kann ich das einsammeln? Kann ich auch ansammeln, okay. Gut. So. Der Rest kann man hier erstmal hier liegen lassen. Können wir später nochmal holen. So dringend, das ist jetzt auch nicht. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge, Leute.
Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.